Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler Nummer 2, die nächste Generation. Und wir spielen natürlich die fünfte Mission. Als die Siedler erkennen, dass die Numibia ihr frauenloses Schicksal teilten, eilen sie dem letzten schwarzen Pharao im Kampf gegen ein geheimnisumwogenes Volk zur Hilfe. Und jetzt kommen auch langsam die Zeiten, wo ich mich ein bisschen dran erinnere, wie es alles abgelaufen ist. Ja, also dann, los geht's. So, das wusste ich nicht, was hier gerade steht. Also, dass sechs Güter gleichzeitig abgelegt werden kann. Das ist auch mal gut zu wissen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt kurz ruhig. Okay, alles klar, da rede ich nicht weiter. So, wir machen erstmal unsere Dingsterbumse hier an. Hier sollte sich, meine ich, also die Mission habe ich relativ ausführlich gespielt, wollte man wissen. Ich schicke nochmal einen Geologen. Hier sollte, glaube ich, alles voller Kohle sein. Genau. Und hier, glaube das. Warum erstmal hier? Im Baracken. So, ist natürlich erstens noch ein bisschen provisorisch. Genau, und dann machen wir hier auch nochmal eine Baracke. Also zunächst haben wir hier unten einen Feind. Und naja, der wird uns hier oben nicht so eine große Hilfe sein. Der wird, glaube ich, sogar relativ schnell ausgelöscht. Genau. Und auf jeden Fall haben wir hier noch irgendwo einen Feind. So. Wir sollten erstmal ans Wasser ran, da holen wir dann unser Nahrungsmittel. Genauso, ja. Und daran werde ich mich erstmal nicht vergreifen. Ich werde erstmal schauen, wie viel Stein wir haben und so viel lange wie möglich unseren Stein auch halten. Genau. Und vielleicht schaffen wir es auch diesmal wieder beim ersten Mal, so wie die anderen drei. Das letzte war ja, ne? Ja, es kann ja passieren. Aber ich finde es interessant, dass hier unsere Dinge nicht angezeigt werden, weil die durch Geröll blockiert sind. Zur Not bauen wir hier halt einen Steinbruch hin, aber muss auch erstmal nicht sein. Genau, hier ist erstmal alles Kohle. Und diesmal werden wir unsere Nahrungsindustrie auch ein bisschen nach hinten verschieben. Wir werden uns erstmal darum kümmern, ja, das halt, genau. Versteht er, ne? werden wir uns erstmal darum kümmern, dass unsere ganze Industrie hier klappt. Oder wie baut man das jetzt hier? Ich glaube, das war relativ doof. Bauen wir das lieber hier hin. Kann man nämlich hier schön die Dreiecksmethode nehmen. Hier würde ich am liebsten noch irgendwas anderes hinbauen. Ja, warte, nee, mach nochmal. Na, weg. Also wir können ja hier theoretisch. Ja, warte mal, wir machen hier eine Flagge hin und dann so. Genau, so sieht es auch erstmal gut aus. Genau, hier muss man ein bisschen schneller agieren. Genau, dann sollte man vielleicht hier nochmal kurz. Ja, wenn man. Warte mal. Mach nochmal hier alles weg. Ich will kurz gucken mal. Okay.
Alles gut, wir bauen hier noch auch eine Baracke hin. So. Du wirst dann bald fertig sein. Genau. Genau. Und unsere Soldaten, also wir greifen diesmal erst an. Wir greifen diesmal erst an, wenn, Quatsch. Wir machen erst Soldaten, also richtige Soldatenproduktion, wenn wir den hier oben ausgelöscht haben. Wie weit ist der? Der hat schon viel gebaut. Ja, ich bin aber, ja, langsam ist gut gemeint. So, hier werden wir erstmal nur hier oben durchkommen. Das ist halt ja relativ unpraktisch. Und ich weiß halt auch nicht mehr genau, wo die Grenze ist. So, und das hier ist, glaube ich, Gold. Ja, wenn wir jetzt hier, kann man nicht. Gut, okay. Schick mal bitte hier einen Geologen hin. So, wir müssen halt ja auch ein bisschen freiholzen. Also hier werden wir noch keine Holzprobleme haben. Und hier sollten wir dann noch irgendwann anfangen, wenn wir ja alles niedergeholzt haben, hier oben mit Türmen zu beschützen, die wir dann zu Burgen aufbauen. Und eigentlich an sich reicht diese Fläche aus, die wir ja schon haben. Aber ich würde trotzdem... Ja, hier will ich eigentlich noch weiter. Aber bauen wir hier bitte schon mal einen Turm. Geh mal bitte hier so lang. So, das können wir später alles nochmal umändern. Das werden wir, glaube ich, auch noch umändern. Weil ich weiß halt nicht mal hundertprozentig, von wo genau der kam. Also ob der auch eher von hier unten kam, aber ich wollte mich hier nochmal mit einer Baracke rantrauen. Oh. Ja, man sieht hier, also hier haben wir wirklich viel Zeit und das wird aber auch gleichzeitig unser Puffer. So, das ist ja alles Kohle hier. Glaube ich. Wenn das hier Eisen ist, freue ich mich. Warte mal, setz mal hier eine Fahne hin. So. Gelogen. Sollten wir das hier bauen? Hier könnte man maximal eine Fischhütte hinbauen. Was gar nicht so unlogisch wäre. Das wäre ja gleich dann alles hier relativ nah dran. Von daher kann uns ja nur alles zugute kommen. Und ich sehe gerade, es wird kein Spielesound aufgenommen. Ja, mal einen kleinen Moment. Warum? Wird kein Spielesound aufgenommen. Standard. Jetzt. Okay, gut. Gut, okay. Alles klar, ich weiß nicht, was da los war. Wie gesagt, der Turm ist schon die erste Vorsichtsmaßnahme, weil mehr sollten wir maximal noch bis hier hin. Um Fischerei noch ein bisschen mehr zu bauen. Oh, hier war Eisen. Hey, wo war ein Gold? Ach Mann, wo war das Gold nochmal? Scheiße. Das war. Oder war das hier unten? Wo war denn das? Warte mal, das heißt, dass der Gegner auch nicht hier oben ist. Warte mal, bauen, lass das mal nochmal sein. Warte mal, Abbruch. Ja. Bauen wir ja bitte nur eine Baracke. Weil ich dann glaube ich eher, das war hier unten.
Dann war es genau in die andere Richtung, Entschuldigung. Dann war es genau hier, aber okay, das ist. Okay, dann war dieser ganze Berg Kohle und der sollte auch reichen. Besser kann man hier eigentlich kommen. Wow, das hat, du hast ja die beste Route von allen EOWs. Und hier diesmal sollte beim Hauptquartier auch diese Produktion hier sein. Also tatsächlich die ganze Goldindustrie, mach mal alles hier, wird sich hier alles im Hauptquartier rumspielen, weil wir werden dann hier irgendwann auch anfangen abzubauen und dann werden wir hier unten alles bekämpfen. Also mit Burgen und so, und der Gegner wird auch Katapulte bauen. Ah, hier sehen wir schon. Ja. Dass da was in der Nähe ist und ich hoffe, wir kommen halt einfach nicht zu spät, das wäre ziemlich... Was heißt ziemlich? Das wäre äußerst ärgerlich. Ja. So. Dann sollte der jetzt auch gleich kommen. Da kommt unser Gefreiter. Und wenn hier ausgebreitet ist, bauen wir hier dann direkt einen Jäger, können wir bauen. Haben wir hier irgendwo Tiere? Hier oben haben wir viele Tiere. Ich würde sagen, bauen wir hier einen Jäger hin. Der verschafft uns nämlich auch für das erste Nahrung. So, den Holzfäller lassen, die lassen wir jetzt hier mal wirklich mal schön durchfällen. Das ist wichtig. Und ja, man sieht, das Problem mit der Maus, ne, ist immer noch nicht behoben. Aber das hat uns ja noch nie gestört. Warte mal, war das hier, wenn ich das jetzt abreiße, so, warte mal, war das hier das Bergwerk, warte mal, oh, lass mal hier kurz und hier Geologen, war da, das war glaube ich dann das Gold und ab hier hinten brauchen wir auch erstmal nicht mal weiter. Genau. Und das brauchen wir erstmal zur Goldvorsorge. Das wird nicht ewig halten, danach werden wir uns halt hier weiter hier oben hinbauen und da befindet sich dann ganz viel. Gebiet verloren. Gut, hier werden wir Türmchen bauen. Hier werden wir schon direkt eine Burg bauen. Die werden wir dann ausbauen. Genau, hier werden wir Gold. Aber ja, warte mal. Wir lassen das, der muss erstmal hier alles wegholzen, weil hier passen nämlich 3 hin, das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe damals mit Hilfe gespielt, muss ich sagen. So, bau du mal hier so hin. So, wie viel Stein haben wir noch? Genügend. Danach bauen wir hier, kann man hier halt eine Försterei hinbauen. Aber die müssen erstmal weg. Und die Münzindustrie ist nun mal das erste, was wir jetzt brauchen. Wir sollten, das Jagdhaus ist geöffnet. Was wir schon bauen können, ist ein Kohlebergwerk. Na, mach mal hier weg. Wo man hier am besten. Ja, doch am besten hier so, ne? So, da hoch braucht man ja erstmal nicht mehr. Das kann ja erstmal alleine stehen. Dich würde ich trotzdem ausbauen. Erstmal nach dahin. Ja, hier müssen wir erstmal warten, bis die Bäume weg sind.
Weißt du was, bei dir, wir haben ja so viel Kohle, können wir ja eigentlich auch schon mal. Weißt du was, du kannst ja hier hinbauen. Nee, warte, warte. Ja. Ach, nein. Weg damit. Lass mal das einfach mal so und merken uns dorthin einfach die Fischhütte. Hier müssen drei hin. Genauso dieser Weg, der kommt früher oder später auch erst dann weg. Schon eine Fischhütte bauen. So. Wenn die Bäume dann, wenn die dann weg sind, können wir hier noch einen separaten Weg herüber bauen. Dann wird es hier weniger zu einem Stau kommen. Mein Gott. So. Ja schon. Ja, okay, das ist wenigstens schon mal unterwegs. Was wir machen können, ist auch hier schon so. Wie sieht der Stein? Sagen wir es mal so, wenn man bei 20 Steinen kommt, kann man hier anfangen, was abzubauen. Sonst erstmal nicht. Gebäude errichtet, Kohlebergwerk. Dahin. Mit Eseln würde das hier wieder schneller gehen. Da sollten wir eigentlich schon anfangen. Ich weiß halt nicht, ob dieser Baum weg muss oder der Baum muss bestimmt. Die beiden. Na komm, jetzt wird der hier, glaube ich, gefällt. Der muss weg. Wir müssen mal kurz mal warten. Auf jeden Fall würde ich sagen, können wir hier schon mal einen hinbauen. Wie will man dich denn bauen, ohne dass wir irgendwo. Das wäre jetzt eine unnötige Wegverlängerung. Aber was will man machen erstmal? Ich will ja dann sehen, wo wir noch bauen können. Was werden wir dann alles noch optimieren? So viel sage ich erstmal. Hier, das ganze Stein bleibt dann da liegen. Wir brauchen den Weg nach der hier. Ja, das müssen wir noch ändern. Am besten hier ein Weg von dem da. Der Weg führt nach da und der obere Weg führt dann hier, damit wir. Ja, das können wir ja eigentlich schon fast jetzt machen. Dann später, wenn die Münzprägereien reinkommen, hier dann noch hin. Der braucht dann erstmal noch Nahrung. Der Berg ist voller Eisen und dann müssen wir dort oben hin. Der braucht nur noch Stein. Oh, warte mal. Gut, ein Holz ist hier. Ist die Frage, dieses Holz, kommt das zur Fischerhütte oder? Hier brauchst du, ja, aber da steht leider nie, wie viel man braucht noch. Hier muss dann weg. Ich hoffe, der Holzfäller kommt dann noch bis hier hoch hin. Bis hier oben hin. So dass er das noch abräumt. Das wäre ziemlich gut. Oh.
können anfangen, vielleicht hier sogar ein Steingebäude hinzuknallen. So, theoretisch kann man das bestimmt auch zum Turm ausbauen. Wenn der Baum weg ist, aber ich will hier hinten noch die Bäume weg haben. Oh, Stein, das Kanal liegt sehr viel Stein. Ah, hier oben ist er fertig. Guck mal, da sind stehen die zwei. Ne, stehen sie nicht. Das sieht so aus, als würden sie ineinander stehen, die Bäume. Ja, der zweite wird bestimmt. Der zweite Bergwerk wird bestimmt hier, wenn es überhaupt zwei gibt. Muss. Bei dir sieht alles gut aus, bei dir auch. Du bist ja auch dann gleich fertig. Und wir können ja mal kurz gucken, wie viel kostet eine Baracke. 2 Steine. Okay. Ja. Ah, du bist dann auch fertig. Genug Kohle, wenn ich reiß mal Wege ab. Und wenn die eh abgerissen werden, kann man da ewig umbauen. Also von daher kann man es so bauen. Oh, guck mal. Ja, der Weg ist ja noch äußerst doof. Also die Pfanne würde ich dann. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht kommt. Ja, das wird schon. Nicht so viel Hektik. Alles ruhiger laufen lassen. Hier können wir nochmal ein Sägewerk hinbauen. Ja, glaube nicht das Verkehrteste. So, und diesen Weg wollte ich abreißen. So. Dann kann hier das Gold ordentlich dann auch abtransportiert werden. Aber keine Nahrungsmittel? Doch, haben wir aber Baumaterialien gehen, glaube ich, vor. Warte, lass mich kurz gucken. Nee, falsch. Transportwege, genau. Nahrungsmittel sind erst hier. Und dann geht das alles vor. Also. Ja, das wird schon noch. Hier kommt beispielsweise ein Fisch für dich schon. Stein. Dieser Baum noch. Bitte sag mir, dass du an diesen Baum noch rankommst. Wo ist der Holzfäller? Oh, kann man irgendwo sehen, wo der ist? Ah, das ist noch ein Träger, der grauhaarig ist. Lass mich mal bitte kurz. Werft, Brauerei, eine Brauerei. Eisenscheiße, Bäckerei, Münzprägerei. Können wir hier hinbauen und. Münz. Münzprägerei. Können wir hier hin dann das Lager. Was wird hier gebaut? Hier wird ein Bauernhof, Eselszucht. Und da wird ein Wachturm. Aber wir sind ja definitiv schneller, hoffentlich mit dem Wachturm. Und unserer Festung. Der kommt nicht da hinten. Also heißt, hier wird nochmal schnell ein Holzfäller gebaut.
Content kommt. Irgendwo ist das hin. So. Auf die Hoffnung, dass wir hier vielleicht irgendwann noch mal was noch eine Gold Mine errichten können. Genau, und warte mal, der Weg kommt noch mal weg. Oh, war Weg abgerissen. Ja, ich weiß. Lass uns irgendwo hin einen Weg bauen. So. Ah, der Wachturm ist fertig. Oh, vielleicht können wir hier nochmal richtig schön Schaden anrichten. Zum Beispiel dieses doofe Lager. Och, guck mal, haben wir schon. Mit was denn? Ah, mit dir, ne? Ah, ich würde dich ja nochmal vergrößern, wenn dieser Baum weg ist, damit wir uns sagen können. Ja, okay, da kann man kein Gold weg mit diesem Baum. Wurde ja schon Gold eingelagert? Nein. Dann, guck mal, da kommen die Soldaten, unsere frohen Helden. Ich wollte gucken, ob wir hier Gold haben. Nein, haben wir noch nicht. Aber da liegt Gold. Was jetzt ins Lager auskommt. Sehr gut. Oh, schau mal einer da. Schau mal einer da, da ist der Quälgeist. Er ist eine Palme. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ich kann noch eine Wolke weglassen. Nee, aber wir sollten versuchen, uns aber auf dieses Dreieck, das wir haben, zu verlassen. Auch die Münzprägerei Wasser, ich weiß es gerade gar nicht. Dann haben wir noch irgendwas Großes zu bauen gerade. Die nicht, dann können wir ja eigentlich langsam anfangen. Die Windspeaker reinzubauen. Da würde ich quasi auch, damit es nicht alles hier rüber geht, versuchen auch hier und dann hier so. Ach, wow. Hier machen wir hier so, damit hier wenigstens auch eins stehen kann. So. Kohle, kann man das nicht auch irgendwie noch hier umbinden, damit Kohle hier rüber geht? Sonst müsste es auch ständig hier rüber und blockiert diesen Weg hier. Ah, die Burg ist fertig. Freut mich. Also der Holzfäller ist dann fertig und soll er sich mal hier kümmern. Kann man ja vielleicht einen Jäger machen. Hier unten kann man einen Jäger nochmal hinbauen, das freut mich auch. Bauen wir hier unten nochmal einen Jäger hin. Das interessiert mich jetzt. Einmal auf der Flagge hin und so und Geologen bitte. Dann bauen wir unter. Was wird hier gebaut? Ach, das haben wir gerade erfolgreich abgerissen. Ah, hier ist eine Waschstube. Forsthaus, Sägemühle, eine Brauerei, eine Bäckerei. Was haben die denn schon alles? Was wird hier gebaut? Holzfällerhütte. Dann würde ich sagen, bauen wir hier auch noch mal ein Lagerhaus hin.
Ah, der kommt noch raus, sonst würde doch schon lange stehen, so, hat keine Arbeit. Der Holzfäller soll sich mal bitte erstmal um diesen Baum kümmern. Du kümmerst dich um. Ne, der kümmert sich natürlich erstmal um den Baum. Warte mal. Nee, der ist jetzt reingegangen erstmal. Wieder gut, Geolog. Schau, ich glaube, schätze hier aber noch, hier ist noch Kohle. Haben wir jetzt mein Verbündeter? Wo ist die Karte eigentlich? Warum ist die weg? Guck mal, der hat hier auch einen. Sieht so aus, als hätte er auch so einen Steinwall für sich. Eisen, Kohle, Kohle. Kein Gold. Gut, da wird noch Kohle gefunden. Gut, Bau würde ich sagen. Bauen wir hier mal ein Lagerhaus. Nur erstmal für die Anfangsangriffe. Dann schicken wir die Soldaten auch hier hoch. Fürs Erste. Können wir ja irgendwo noch einen Jäger. Genau, einen Jäger wollte ich noch nicht. Ja, aber mal den hier hin. Jagdhaus. Wobei, lass mal hier den Jäger. Warum war hier hin mal. Wo ist er hier? Der Steinbruch. Oh, die Witzbringerei ist fertig. Wie viel Gold haben wir eingelagert? Denn schon 8. 8, das hört sich doch gut an. Und den Jäger, den Baumer, dann würde ich sagen, hier hin. Jagdhaus. Gut, und wir wissen, dass ja auch noch Kohle ist. So. Und du solltest, glaube ich, auch noch. Entschuldigung. Der sollte ja noch im Range sein von der Festung, dass er nicht einfach weggerissen wird. Jagd, das wird auch nicht mehr so viel. Brauchen wir hier nochmal eine Holzfällerhütte hin? So. Komm mal, Feller, mach diesen Baum kaputt. Der ist irgendwie wieder der Ziel freigeschlagen. Frag mich ja, wenn die Fischerhütte nicht stände, ob wir da rein theoretisch, ne, und so. Ja, dass wir da Burg ausbauen hätten können. Ne, das habe ich zu sagen. Oh, der hat den Holzfäller auch abgerissen. So, hier passt also bei ihm nichts mehr hin. Das ist eigentlich äußerst gut 13. Rein theoretisch können wir es noch drauf anlegen, hier eine Burg hinzubauen. Solange der noch keinen Feindkontakt hat, ist auch erstmal alles okay sogar. Oder hier ein Bauernhof. Gut. Wenn wir uns hier durchbauen, haben wir ja erstmal keinen Feindkontakt, ne? Frühstück, also guck mal, wenn ich das richtig sehe, zumindest gerade, also können wir das doch gut machen, ne? Okay, warte mal, scheiß mal den Weg hin. Ah, doof, doof, doof. Okay, alles klar. Das wird auch rausgebaut. Zumal wir, denke ich jetzt mal, euch sowieso dann nochmal brauchen könnten, wenn der hier weg, wenn der hier ankommt. Aber da sollten wir erstmal noch genügend Zeit haben. Aber keine Kohle. Kohle, doch Kohle. Haben wir, haben wir. Ah, das brauchst du nicht. Nee. So, und sollten wir dann hier halt welche haben, können wir den einfach brennen. Weil der hat genauso, glaube ich, wie der hier unten keine vernünftige Goldindustrie. Wir können ja gucken, irgendwo bestimmt. Allgemeine Gold.
Okay, das bin ich. Ja, okay.